mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, darein ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, wusste den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft daselbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und der Hohenpriester und Pharisäer diene, kommt dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Sie antworteten ihm: Jesus, Jesus, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stund auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte sie abermal: Wen suchet ihr? Sie aber sprachen: Jesus, Jesus, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth. Jesus antwortete: Ich hab's euch gesagt, dass ich sei. Suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen. Das Wort erfüllet würde, welches sagte: Ich habe der keine verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und schlug nach des Hohenpriesters Knecht und hieb ihm sein Recht Ohr ab, und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petro: Stecke dein Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat, den Kelch, den mir mein Vater gegeben hat. Thank you.
der Oberhauptmann und die Diener der Juden nahmen Jesum und bunden ihn und führten ihn aufs Erste zu Annas, der war Kaiphas Schwäher, welcher des Jahres hoher Priester war. Es war aber Kaiphas, der den Juden riet, es wäre gut, dass ein Mensch für da umbracht für das Volk. Mich zu entbinden, wird mein Heil gewunden.
aber folgete Jesu nach und ein ander Jünger. Der Jünger war dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesu hinein in des hohen Priesters Palast. Petrus aber stund draußen vor der Tür. Da ging der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, hinaus und redete mit der Türhüterin und führte Petrum hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrum: Bist du nicht dieses Mädchen, der Mann? Er sprach: Stunden aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlefeuer gemacht,
denn es war kalt und wärmeten sich. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der hohe Priester fragte Jesum um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm, ich habe frei öffentlich geredet für die Welt. Ich habe alle Zeit gelehret in der Schule und in dem Tempel, da alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehöret haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesagt habe. Als er aber solches redete, gab der Diener einer, die dabei stunden, Jesu, einen Backenstreich und sprach, solltest du dem hohen Priester so antworten? Jesus aber antwortete, hab ich Liebe geredet, so beweise es, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet, was schlägest du mich? Wer hat dich so erschlagen, mein Herr, dass ich nicht Oh,
mein stürmend Wetter weht, wenn 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 mein stürmend Wetter weht, diesen Ort, da ich mich läge, durch den Glauben gebunden zu dem hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus stund und wärmete sich. Da sprachen sie zu ihm: und sprach: Ich bin's nicht. Spricht des hohen Priesters Knecht einer, ein Gefreundet, des dem Petrus das Ohr abgehauen hatte: Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da verleugnete Petrus abermal, und alsobald krähte der Hahn. Da gedachte Petrus an die Worte Jesu und ging hinaus und zerschmettert mich, ihr Felsen und ihr Hügel, ihr Felsen und ihr Hügel, wirf Himmel deinen Strahl auf mich. Wie freventlich, wie sündlich, wie vermessen, wie freventlich, wie sündlich, wie vermessen. Zerschmettert mich, ihr Felsen und ihr Hügel.
Hügel, zerschmettert mich, ihr Felsen und ihr Hügel, ihr Felsen und ihr Hügel, bis Himmel deinen Strahl auf mich. Wie flehentlich, wie sündlich, wie vermessen, wie freventlich, wie sündlich, wie vermessen. Zerschmettert mich, ihr Felsen und ihr Hügel, ihr Felsen und ihr Hügel, wirf Himmel deinen Strahl auf mich. Wie freventlich, wie sündlich, wie vermessen, wie freventlich, wie sündlich, wie vermessen. Zerschmettert mich, ihr Felsen und ihr Hügel. Zerschmettert mich, ihr Felsen und ihr Hügel, die Felsen und ihr Hügel. Wirf Himmel deinen Strahl auf mich. Wie flehentlich, wie sündlich, wie vermessen, wie freventlich, wie sündlich, wie vermessen. Thank you.
sie Jesum von Kaiphas vor das Richthaus, und es war früh. Und sie gingen nicht in das Richthaus, auf dass sie nicht unrein würden, sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wir sind nicht ein Gesetze. Da sprachen die Juden zu ihm: Welches er sagte, da er deutete, welches Todes er sterben würde. Da ging Pilatus wieder hinein in das Richthaus und rief Jesu und sprach zu ihm: Bist du der Judenkönig? Jesus antwortete: Redest du das von dir selbst, oder haben's dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden da abkämpfen. Dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von dannen. Thank you.
kamst zu ihm. So bist du denn noch ein König? Jesus antwortete, du sagst, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, dass ich die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und da er das gesaget, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen. Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch einen losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch der Judenkönig losgebe? Da schrien sie wieder allesamt und sprachen, nicht diesen, diesen nicht, nicht diesen, diesen Barabbas, nicht diesen, diesen Barabbas, Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Da nahm Pilatus Jesum und der haften Geisel schlägt.
Knechte flochten eine Krone von Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an und sprachen: dass ich keine Schuld an ihm finde. Also ging Jesus heraus und trug eine Dornenkrone und Purpurkleid und er sprach zu ihnen: Seht, welch ein Mensch! Da ihn die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen: Kreuzige!
kreuziget ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz soll er sterben. Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißest du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen, und Macht habe, dich loszugeben? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herabgegeben. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde. Von dem antrachtete Pilatus, wie er ihn losließe. Thank you.
den Richtstuhl an der Stätte, die da heißet Hockpflaster, auf Hebräisch aber Gabata. Es war aber der Rüsttag in Ostern um die sechste Stunde, und er spricht zu den Juden: Seht, das ist euer König. Sie schreien aber: Kreuzeshügel, flieht,
altes Hügel, eure Wohlfahrt blüht allda, eure Wohlfahrt blüht allda. All die angefochtenen Seelen, alt, die angefochtenen Seelen, ihr angefochtenen Seelen, geht aus euren Magen, alt, alt. Aber schrieb eine Überschrift und satzte sie auf das Kreuz und war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Überschrift lasen viele Juden, denn die Stätte war nahe bei der Stadt, da Jesus gekreuzigt ist. Und es war geschrieben auf hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilato: ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Thank you.
Knechte aber, da sie Jesum gekreuziget hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile, einem jeglichen Kriegesknechte sein Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenähet, von oben angewürget durch und durch. Da sprachen sie untereinander, die Kriegesnächte. Es stund aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und seine Mutterschwester Maria Kleophas Weib und Maria Magdalena. Nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Freund, siehe, das ist dein Danach spricht zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Amen.
darnach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, dass die Schrift erfüllet würde, spricht ihm, mich dürstet. Da stund ein Gefäß voll Essigs, sie fülleten aber einen Schwamm mit Essig, und legten ihn um einen Isopan und hielten es ihm da zum Munde. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Die letzte Stunde zählt.
als Ruder siegt mit Macht. Der Held als Ruder siegt mit Macht. Der Held als Ruder siegt mit Macht. Und schließt den Kampf. Und schließt den Kampf. Und schließt den Kampf. Der Held als Ruder siegt mit Macht. Der Held als Ruder siegt mit Macht. Es ist vollbracht. Frei gemacht.
es der Rüsterquar, dass nicht die Leichname am Kreuze blieben den Sabbat über, denn desselbigen Sabbatstag war sehr groß. Baten sie Pilatum, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine und dem anderen, der mit ihm gekreuziget war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern der Kriegsknechte eine öffnete seine Seite mit einem Speer. Und alsobald ging Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeuget, und sein Zeugnis ist wahr, und derselbige weiß, dass er die Wahrheit saget, auf das ihr gläubet. Denn solches ist geschehen, auf das die Schrift erfüllt würde. Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen. Und abermal spricht eine andere Schrift, sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Von Arimathia, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich aus Furcht vor den Juden, dass er möchte abnehmen den Leichnam Jesu. Und Pilatus erlaubete es, dennoch wegen kam er und nahm den Leichnam Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals bei der Nacht zu Jesu kommen war, und brachte Myrren und Aloen untereinander bei 100 Pfunden. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und bunden ihn in Leinentücher mit Spezereien, wie die Juden pflegen zu begraben. Es war aber an der Stätte, da er gekreuziget ward, ein Garten, und im Garten ein Neugrab, in welches niemand je geleget war. Da selbst ihn legten sie Jesum, um des Rüsttags willen der Juden, dieweil da
das Grab nahm.